Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist wieder am Stissel. Genauso wie eine kleine Runde. Let's build Viva Pinata. Wir drücken sofort Start. Oder auch nicht. Wie immer. Start. Hallo Skyline, bla bla bla. Ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken für eure Geduld, was die Videos angeht. Für den Umzug und sowas. Wenn ihr solche Informationen gerne mal früher erhalten wolltet oder sowas, dass ihr umzieht und sowas, könnt ihr mich auf Facebook abchecken oder uns auf Facebook abchecken. Dass ihr da halt Bescheid wisst. Und ich möchte mich ein bisschen so bedanken. Bei Dengo zum Beispiel auch, der mir beim Umzug ein bisschen geholfen hat. Bei seinen Kollegen will ich mich bedanken. Bei Spielchen, wenn ich den Namen jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, der mal sich einen Namen gewünscht hat und sowas. Finde ich super. Ich freue mich jedes Mal tierisch, wenn jemand fragt, ob er einen Pinata einen Namen geben darf. Freue ich mich tierisch. Garten spielen. Gartenladen. Small Feather. Garten betreten. Des Weiteren möchte ich mich auch gerne mal bei Dimars bedanken für seine rege Teilnahmigkeit unter meinen Videos in letzter Zeit. Ich bin ziemlich happy, wirklich, freue ich mich tierisch drüber. Dann wollte ich mich auch bei Turox nochmal bedanken, auch wenn du bis jetzt nicht das Video hochgeladen hast, hat sich ja jetzt weitgehend erledigt. Fuck, ich habe was vergessen. Er wollte nämlich ein Video dann bei mir hochladen, hat sich jetzt erledigt und da über Umwege kann ich jetzt halt ein Video aufnehmen, das ist super. Nein, du gehst nicht da rein. Des Weiteren habe ich was vor. Ich werde wahrscheinlich Chico und Chica auflösen und dafür Dingens jetzt den Namen geben hier. Hier, den Galagugu. Und aber warte mal, was wir jetzt noch mal kurz gucken müssen. Weiße Flatter Scouch. Jägerin fängt mit Pinata, wir haben sie auf die Jagd geschickt. Emma! Und du warst? Mr. Smell, genau. Mr. Smell? Kommt er raus? Kommt nicht raus. Mr. Smell kommt gerade nicht raus. Macht ja nix. Okay. Wir haben Grasproblem. Ja, du fängst ganz großartig die Pinatas. Wichser, du brauchst das jetzt mal offen zu lassen, du Arsch. Wir gern gucken, was hat gefangen, die Jägerin. Ein Candary. Candarys wollte ich auch noch behalten. Denk an mich. Ja, mach ich. Nee, weißt du was? Wir lassen die Chicos und Chicas. Ich finde die ganz cool, die können fliegen und sowas. Passt zu diesem Kanal. Galagugu kann das nicht und Galagugu werden wir. Guck. Kommst du jetzt raus? Ja, kommt jetzt raus. Es hat sich ja, wie gesagt, Spielchen einen Namen überlegt und ich finde, jetzt auf die Schnelle überlegt, finde ich den Namen echt passend irgendwie. Finde ich jetzt super irgendwie. Der. Kurt mit T. Da, jetzt haben wir der Kurt mit T. Woo!
Ich finde, der passt irgendwie Kurt. Der passt voll rein. Kurt. Axios. So, das haben wir erledigt. Ich freue mich. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir brauchten eine weiße Flutterscotch. Ich habe mir auf als Folge 100. Ich werde wahrscheinlich jetzt mit dieser Aufnahmesession Folge 100 überspringen. Aber ich werde danach halt als Aufnahmespecial, also als Folgenspecial, was Spezielles machen. Was auf jeden Fall sehr interessant sein wird. Also ich freue mich ein bisschen drauf. Vielleicht kann ich ja den Dengo wieder dazu holen, dass er ein bisschen dazu guckt und sowas. Weil ihr habt ja anscheinend gerne gesehen mit ihm zusammen. Also es macht mir auch Spaß mit ihm zusammen aufzunehmen. Ist ein dufter Kerl. Ich freue mich auch schon, wenn er endlich bei mir auf dem Kanal mitmachen kann. Also den Kanal mitmachen kann. Freue ich mich schon tierisch. Die Flutterscotch. Ich habe zwar nachgeguckt, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. Wir brauchen dafür was Bestimmtes, aber ich weiß nicht mehr was. Wir brauchen eine bestimmte Blume. Um jetzt die Flutterscotch in eine rote zu verwandeln. Gänseblümchen. Entweder war es Butterblume oder Gänseblümchen. Ich weiß es nicht mehr. Wir lassen mal beides machen jetzt. Zurück zu den Objekten. Willst du mich verarschen? Ich habe rüber geswitcht. Das könnte sehr schnell lästig werden. Geh den Scheißkopf rasieren! Deine Haare könnten langsam lästig werden! Entschuldigung. Ich habe sie kein bisschen vermisst. So viel ist schon mal sicher. So. Beide sind mit Wasser übergossen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich weiß nicht mehr, welche von beiden sie fressen muss, damit sie rot wird. Ich weiß auch nicht mehr, für welchen wir jetzt einen roten Flutterscotch brauchen. War das hier für einen der sauren? Nee, die sind alle aktiviert. Aktiviert. Ich habe vergessen, für welche wir die roten Flutterscotch brauchen. Schande über mein Haupt! Irgendwer muss doch gegen den batschen, oder? Ich weiß es ja. Alter Schwede, was ist hier los? Maul! Kaputt ist kaputt. Was haben wir vor? Ja, auch mein. So, ich muss bekommen. Ich muss jetzt mal gerade gucken, welcher von denen nochmal rote Flutterscotch brauchte. Alter, ich bin schon wieder so leise hier. Das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll hier. Entschuldigung. Bitte nicht schlagen. So, weil eben gerade, als ich Naruto aufgenommen habe, habe ich nur so ein ganz kleines bisschen. Da war ich wieder zu laut. Jetzt bin ich hier irgendwie zu leise. Ich habe keine Ahnung. Enzyklopädie, Pinatas. Der war's nicht. Whee! Baseng? Michael Derry ist gefressen mit Tannengarten. Ach, hat eine gelbe Flutterscotch gefressen. Wir müssen sie gar nicht in Rot verwandeln, wir müssen sie in Gelb verwandeln. Okay. Ich weiß jetzt auch, was mit Meisterverkuppler gemeint ist. Das habe ich jetzt auch herausgefunden. Das heißt, das wird auch demnächst in Angriff genommen. Wir brauchen eine gelbe Flutterscotch, gut zu wissen. Vier Orchideen gegessen, okay. Wir müssen uns auf jeden Fall Pinatas raussuchen, die schnell zu zähmen, also schnell zu verkuppeln sind.
Weil man muss ja halt, um Meister von Koopa muss man, um einen Meister von Koopa zu bekommen, muss man einen Pinata 5-mal selber gezüchtet haben. Und ich weiß nicht mehr, welche wir angefangen haben, selber zu züchten. Ich glaube, von den Worms, das geht eigentlich relativ schnell. Da gucken wir mal, wann wir Meisterverkuppler davon haben. Ich weiß halt nicht mehr, wie viel wir halt von den ganzen gemacht haben. Blick und Onkepede, bitte. Emma und Mr. Smell. Mr. Smell wird noch umbenannt. Sobald ich ihn mal erwischen sollte, wird er umbenannt. Das heißt, wir holen uns jetzt noch mal schnell Dingens dazu. Weil wir müssten mal eigentlich ein Dingens hier haben. Komm! Wir müssten noch mal ein Dingens jagen lassen hier. Niemand jagt am Morgen. Aber ich muss hier sein, um Anweisungen entgegenzunehmen. Alter, 9000. Leck mich am Arsch. Ich wollte was anderes. Wo ist es denn jetzt? Da! Dragonfly, make it real. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Dragonfly. So viel ist mir jedenfalls sicher. So, da, Kandarius, Kandarius. Ah, Bazeng, komm mal ran hier auf den Meter. Weiß nicht, wer du jetzt bist, ob du jetzt der eine bist, der schon zwei gefressen hat, oder... Vor allem haben wir die Tanne noch im Baum. Die Tanne ist noch im Böhm. Dann haben wir noch den Tanne im Baum. What the fuck, was laber ich hier? Haben wir noch die Tanne hier drinne? Kannst fliegen, ne? Ist dir bewusst? Ich wollte es nur gesagt haben. So. Kommt jetzt raus? Ist da hinten noch eins? Ah ne, das war ein Sparrowmind. Eins, zwei, drei. Drei, vier. Ist jetzt nur 4. 1, 2, 3, 4. 5. Nein. Ey, jetzt habe ich hab keinen fünften Kandari hier drin. Ansonsten züchten wir jetzt selber mal einen hier, komm. Säulergeiz. 1, 2, 3. 4. Tatsache, es wird echt noch ein Kandari hier. Scheiße. Und ich lasse gerade Dragonfly jagen, Alter. Glaubst du es denn? Blumen. Da. Okay. Phrasen. Bitte lass die richtige sein. Alter, weg da. E-Slice. Weg da. Komm, attackieren. Willst du mich verarschen? Dicker, fressen. Ah. Was war das denn, Lames? Attackieren! Und phrasen jetzt! Ich glaube, ich pack's nicht mehr. Jette doch! Was soll mir jetzt wieder das tun? Achso, okay. Bitte sag mir, dass du jetzt zum Game verwandelst. Bitte sag mir, dass du jetzt zum Game verwandelst. Ja! Schönes Ding. Haben wir eine gelbe Flutterscotch hier. Freue ich mich doch. Dann machen wir auf jeden Fall... Was? Wer?
Er hat schon. Vor allem, wir haben den schön. Vor allem, wo hat er denn bitte schon. Ach du. Alter! Vor allem, wie kommt das bitte schon hier hin? Okay. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wie wir jetzt die gelbe Flutterscotch kriegen. Das ist natürlich Nonplus Ultra mega cool. Übertrifft alles, was Vorstellungskraft. Alter, ey, ich habe doch gerade erst einen rausgeschickt. Ja, fang's nochmal. Hab ich sechsmal. What the fuck, Alter? Raus jetzt! Du sollst raus! Und du nicht mehr ran! Dann bist du Biest! Sie haben deinen Newtguard im Arsch! Spielt ihr Bolognese? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Vergiss es. Vergiss es. Entschuldigung, Onkel Pedotitte. So, wir haben hier jetzt drei, also wir müssen jetzt eigentlich drei Dragonflies kriegen, weil sie es jetzt dreimal gefangen hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Möchtest du ein wenig hier? Du musst... So, jetzt haben wir auch wieder eine zweite Dragonfly. Was braucht eigentlich eine Dragonfly zur Fortpflanzung? Infos. 250 Pinometer Wasser. Und Fragezeichen. Das 20 Pinometer hat es natürlich reduziert durch das hier. Wir hatten eigentlich 250. Ein Pinata ist krank. Ist klar. Ich weiß nicht, wie du das jetzt geschafft hast, aber okay. Ja, ja, ist in Ordnung. Arzt ist im Einsatz. Alter. Alter. Komm, wir gehen jetzt mal ordentlich auf den Semmel. Aber wo, warte, nein. Nein, 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 ich hab's vergessen. Sag mir, dass du der bist, den ich dafür, der du bist. Nein, du bist natürlich Emma. Ist klar. Entschuldigung. Ach, wie ich's nicht vermisst habe. Nein, ich spiel's ja... auch irgendwo gerne. Apropos, ich spiel's irgendwo gerne. Ey, ich muss ganz dringend ins Internet kriegen. Weil ich denn ein absolut cooles Spiel für euch bereithalte. Hammer cool. Seit Jahren nicht mehr so auf ein Spiel gefreut. Und es war mir scheißegal. Ich muss es dann halt für die 360 jetzt holen. Ihr wisst natürlich, wovon ich laber. Ich rede von Titanfall. Es liegt hier bei mir. Ich hab's mit zu meinem zu Raptor genommen. Weißt du, ich sag Raptor die ganze Zeit, ist ein armer geiles Spiel. Hol's dir für die 360, ist scheißegal. Und ich muss sagen, es läuft wirklich gut auf der 360. Also so extrem große Abstriche, wie ich eigentlich gedacht hätte, gibt's gar nicht. Und das wundert mich doch noch schon ein bisschen. Dann hab ich's jetzt mitgenommen und hab gesagt, hier, guck's dir an. Alter, hätte ich mir das nicht früher sagen können, hätte ich mir kein Battlefield geholt. Er hat gesagt, hallo, ich dachte die ganze Zeit, das ist voll geiles. Ja, du hast es mir vorher nicht gezeigt. Ich so, wie soll ich es dir zeigen? Ich hab's selber nicht gehabt. Aber jetzt habe ich's. Und ich kann nicht spielen. An dem Tag, wo ich es bekommen habe, bin ich nämlich schon zu meiner Schwester gezogen. Ich bin ein bisschen früher ausgezogen, sozusagen. Um halt genug Zeit, um alles fertig zu machen, aufzuräumen und sowas da drinne. Und, so. Sind die Dragonflies am Pennen? Ja, sind am Pennen. Okay. Dengo ist immer auch am Stessel. Alter, Dengo hier. Ja, Galagugu, du kannst. Oh, so, jetzt können wir es eigentlich umnennen.
Ich weiß nicht, wie er auf diesen Namen gekommen ist. Aber die Mars möchte es gerne so benannt haben. Also nennen wir es auch so die Mars. Bach. Schön. Hat es eine besondere Bedeutung, die Mars? Oder ist es einfach nur... Willst du dich bei jemandem bedanken, oder... Warum bekommt er jetzt den Namen... Bachämchen. Sebo Bachämchen.